Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Ausmaß der starken Unwetter in der vergangenen Woche macht uns immer noch betroffen. Das spürt man heute in dieser Aktuellen Stunde. Mir persönlich, mir selbst sind die erschreckenden Bilder, die wir aus Bayern, aber aus ganz Deutschland bekommen haben, immer noch massiv präsent. Ich möchte auch zunächst den Angehörigen der Opfer mein tiefstes Beileid und mein Mitgefühl aussprechen. 11 Menschen, die ihr Leben verloren haben, und hunderte Menschen, es ist mehrfach angesprochen worden, die ihr Zuhause, die ihr Hab und Gut, ihre persönlichen Erinnerungsstücke im Schlamm verloren haben. Menschen, die ihr Geschäft, ihr Lokal, ihren Lebensunterhalt verloren haben, ihnen gelten heute unsere Gedanken zuallererst. Ich möchte den vielen Helferinnen und Helfern, den Rettungskräften der Polizei und den Behörden auch meinen Dank aussprechen. Hier wird wirklich über die Maßen hinaus unbürokratisch schnell Einsatz gezeigt und Besonderes geleistet. Auch das muss man an diesem Tag nochmal wiederholen. Und es tut gut zu sehen, die Frau Ministerin hat Dank gesagt für alle, die eine Schaufel in die Hand genommen hat. Es tut wirklich gut zu sehen, dass wir hier sehr viele Freiwillige vor Ort, die mit anpacken und bei den Aufräumarbeiten helfen und unterstützen, wo sie können, bis hin zu den Flüchtlingen, die angesprochen wurden. Hand in Hand, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist gelebte Solidarität in unserem Land. Und dafür sage ich herzliches Dankeschön an alle, die da beteiligt waren. Auch meine Heimat Mittelfranken ist betroffen. Neben Nürnberg sind im Landkreis Ansbach Schäden in Höhe von knapp 5 Millionen Euro entstanden. Jetzt aktuell 140 beschädigte Häuser massiv. Es ist nichts gegen Rottal-Inn, wo ja schon 6 Millionen Euro ausbezahlt wurden an Soforthilfe. Aber all die es getroffen hat durch diesen Starkregen, durch diese reißenden Flüsse, die da entstanden sind, gilt unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme, da müssen wir helfen. Ich will aber deutlich machen, Herr Kollege Auerhammer, dass die Bundesministerin nicht die Bauern gescholten hat, sondern sie hat davon gesprochen, dass die Art der Versiegelung von Flächen schon einmal im Zusammenhang mit dem Klimawandel und mit dem Unwettern auch diskutiert werden muss. Das ist legitim. Und sie hat keinesfalls die Bauern in irgendeiner Form hier die Schuld zugesprochen. Ich will das ausdrücklich noch einmal sagen. Und wir haben uns heute im Verkehrsausschuss diesem Thema sehr lang gewidmet, aus aktuellem Anlass. Wir haben uns mit der Situation befasst. Ich kann in diesem Zusammenhang als Vorsitzender auch die tiefe Betroffenheit des Ausschusses übermitteln. Was ich heute im Verkehrsausschuss unter anderem von den Kollegen Gustav Herzog aus Rheinland-Pfalz, aber auch von der Kollegin Annette Sawade für Baden-Württemberg gehört habe, macht mich ebenfalls massiv betroffen. Wir haben heute viele Beispiele gehört. Florian Ossner will ich auch erwähnen, der berichtet hat. Alleine im Landkreis von Annette Sawade sind 30 Kommunen betroffen. Annette Sawade hat uns die bisher vorliegenden Schäden in Höhe von 110 Millionen Euro ausführlich geschildert, wie in Rathäusern Akten gesäubert werden müssen, eingefroren werden, abgelichtet werden, um Dokumente zu sichern, nur um ein Beispiel hier zu nennen. Und wir müssen feststellen, dass es neben den fürchterlichen persönlichen Schicksalen auch gravierende verkehrspolitische Auswirkungen gibt. Kaputte Brücken, unterspülte, überschwemmte Straßen, Schienenwege, Oberleitungsschäden, Streckenstilllegungen, Streckensperrungen haben wir erlebt in Mittelfranken zwischen Nürnberg und Crailsheim auf der Hauptstrecke nach Stuttgart, wo nichts mehr ging. Über Stunden, über Tage, bis heute dauern die Arbeiten an. Erste Schätzungen gehen im Verkehrsbereich von Schäden im zwei-, ich hoffe nicht im dreistelligen Millionenbereich, aber es ist noch völlig offen, wie hoch sie letztendlich sind. Diesen Problemen gilt es ebenso schnell wie der Hilfe für die betroffenen Menschen vor Ort sich anzunehmen. Die Regionen müssen wieder Fuß fassen können, mancherorts von vorn anfangen, und dafür brauchen sie auch eine funktionierende Infrastruktur.
Neben diesen dringenden Aufgaben müssen wir aber auch Lösungen finden, die die Auswirkungen solcher Unwetter besser in den Griff bekommen. Ich spreche von vorbeugenden Maßnahmen wie die Beschaffenheit unserer Infrastruktur oder einer noch besseren Vorwarnung durch den Deutschen Wetterdienst, für das ja auch das Haus des BMVI zuständig ist. Aber, und das gehört heute auch gesagt, die Ursachenforschung und die Ursachenbekämpfung. Was muss geschehen? Es ist elementar, dass den betroffenen Menschen vor Ort schnell und unbürokratisch geholfen wird. Soforthilfen müssen ausgeweitet werden. Und als bayerischer Abgeordneter richte ich noch einmal an die Adresse der bayerischen Staatsregierung. Wir müssen so weitermachen, unbürokratisch schnell helfen. Es müssen weiter auch Taten folgen. Als Bundespolitiker gilt es festzustellen, dass die Menschen vor Ort über die Maße und zudem auch über die Grenzen von Bundesländern hinweg betroffen sind. Es ist also auch die Sache des Bundes, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier zusätzlich Verantwortung zu übernehmen. Ich hoffe, das geschieht im Augenblick im Haushaltsausschuss. Und ich begrüße es ausdrücklich, dass heute im Verkehrsausschuss auch das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die Bereitschaft zur schnellen Hilfe zugesagt hat. Hierzu besteht bereits eine Koordinierungsstelle mit den Ländern. Das ist gut und richtig. Herr Kollege, bitte. Und zum Abschluss möchte ich sagen, dass wir einen sehr wichtigen Schritt vor uns haben. Es ist heute oft angesprochen worden in diesem Haus. Ein wichtiger Schritt wäre eine verpflichtende Elementarschadensversicherung in unserem Land. Solidarität vieler Bürger für die, die betroffen sein können, weil feststeht, dass mit Starkregen jeder betroffen sein kann. Das haben wir jetzt erlebt. Wer hätte gedacht, dass bei uns in Mittelfranken oder in Orten, selbst in Niederbayern, solche Dinge wieder zukommen. Also handeln Kollege. Wir heute und nicht erst nach dem nächsten Unwetter und Hochwasser. Vielen Dank. Ich begrüße Jens Spahn. Wir haben schon gerade über Sie geredet. Nein, aber wir haben ja gerade über ihn geredet. Dass es so schnell geht, dass Sie sofort kommen, wenn Ihr Name von mir genannt wird, das ist neu, aber das können wir ja so belassen. Nein, aber wir haben gehört, dass Sie im Haushaltsausschuss genau über diese Frage diskutiert haben und hoffentlich gute Perspektiven eröffnet haben für unbürokratische, schnelle Unterstützung und Prävention. Und der letzte Redner in der Debatte ist Christian Freiherr von Stetten für die CDU-CSU-Fraktion.